Nichts passiert. Hab nur eine Schürfwunde. Kann man mit einem Pflaster beheben. Oder einem Verband. Was? Wie? Ich hab ein Pferd? Mann. Ich hab kein Pferd. Ich weiß nicht, von was du redest. Mein Pferd ist schon vor Stunden tot. Ja, das war ja ein schneller Kampf. Krieg ich Loot? Ah, danke. Wait, der Wind geht dahin, richtig? Bild so! Ah, nee, das ist eine Bombe. Das will ich nicht schießen. Da. Hä? Hä? Wo ist die Sau? Hat die sich jetzt einfach mal eben weggeportet oder was? Was ist das denn für eine Portsau? Ist das Teil einfach mal eben verschwunden? Dabei will ich es eigentlich zu Verbesserung für meine Dingensbums arbeiten. Für meine Feuerklinge. Was ist meine Bonusaufgabe? Töte einen Gegner mit einer Haftbombe. Oh, Bomberman. Kein Problem. Bomberman mache ich gerne. Habe ich Bomberman? Ich habe Bomberman drin. Bomberman! Bomberman! Fallman! Bomberman! Warum hat der hier... egal. Habe ich da gerade... Oh! Ja, wie praktisch! Das wusste ich noch gar nicht. Wenn man sie durch die Gegend getreten hat, dann kann man da mal eben... einen Instant-Kill machen. Triffst du nicht mal eben so einen springenden Idioten? Oh, Artefakt. Ich finde verdammt viele Artefakte momentan. Mongolenhelm. Der Mongolenhelm besteht hauptsächlich aus Eisen und gehärtetem Leder und ist eine schwere Variante der einfachen Kopfbedeckung, die mongolische Krieger tragen. Er hat typischerweise die Form eines abgerundeten Kegels und verfügt über Ohrenschützer sowie einen Lamellenpanzer für den Nacken, der die Bewegungsfreiheit kaum einschränkt. Für mehr Wärme und Komfort wird der Helm mit Fell gefüttert. Oh ja. Ich sollte mir langsam mal schauen, dass ich hier Dingsbums irgendwo zurückgehe, damit ich mal mein Katana verbessern kann. Was ist deine Kiste? Pfeile? Ich will keine Pfeile. Gib mir was Besseres als Pfeile. Mehr nicht? Ich glaube, ja, da ist noch Eisen. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nicht wirklich mehr. Ja, da lag auch noch Eisen rum. Und Vorräte und nochmal Eisen. Na gut, haben wir was aufgedeckt? Nein, schade. Leider nicht. Na gut. Seine Quest haben wir da oben noch und die Hauptquest natürlich. Wie spät haben wir eigentlich? Ah, 18 Uhr. Okay.
Ich bin schon seit knapp 4 Stunden dran. Komm, den einen Part machen wir von dem. Den einen Part machen wir von dem noch. Vorausgesetzt, der ist jetzt nicht irgendwie so mega kurzes etwas. Aber den einen Part mache ich dann noch und wird dann sagen Feierabend. Dann geht's dann beim nächsten Mal mit seinen Story dann weiter. Sakai, Und oh, da ist er ja wir schon. müssen reden. Ja. Und danach, falls dann nicht noch irgendwas anderes dann spawnen sollte, dann Hauptquest weiter, wa? In eurem Alter nannten mich die Leute den nächsten Tadayori Nagao. Ihr seid der beste Schütze aller Zeiten. Nicht mal annähernd. Aber ich bin sehr gut. Ich bin dankbar für alles, was ihr mich lehrtet. Ich widmete mich meinen Studien und hatte nie Zeit für Familie. Tomoe war meine Erbin. Ihre Taten. Ich konnte ihr nicht vergeben. Niemand hätte das. Ich widmete mein Leben dem Bogen. Das Leben, das er mir gab, war bemerkenswert. Doch das Leben, das er mir nahm. Familie ist viel wichtiger. Sensei. Werdet nicht wie ich. Lasst euch nicht vom Geist verzehren. Tomoe ist irgendwo in Kamiyagata. Ein letzter Versuch, die Mongolen zu sammeln und ihren Ruf zu retten. Ist sie dort? Finden wir sie. Und beenden es. Ja, werden wir. Hilf Ishikawa bei seiner Jagd nach Tomoe im Osten von Yogaku. Ah. Ah. Ja, ist ja. Muss ich ja nicht lange laufen, ne? Warum nehme ich das Bambus an, eigentlich mit? Ich glaube einfach aus Gewohnheit. Macht man ja in allen möglichen Spielen, wo du irgendwie sammeln kannst. Ne? Du nimmst einfach alles mit und bist dann so ein Videospiele-Messi. Du nimmst alles mit wie so ein Staubsauger und weißt nicht mehr, wohin mit dem Was Mist. Ist das dort? Untersuche die Überreste des Mongolen-Konvois. Ah. Mongolen-Konvoi. Eliminiert. Von wem? Karren verbrannt. Brandpfeile? Haben alle Pfeile im Rücken. Vermutlich ein Hinterhalt. Japanische Pfeile. Fürst Shimuras Männer? Das waren japanische Schützen. Wohl eine Gruppe. Außer Sensei Ishikawa war hier. Bitte, verzeiht, mein Herr. Schleicht euch lieber nicht an mich heran. Gehört ihr zu dem Mann, der die Mongolen tötete? Er war ein Samurai, aber älter. Bogenschütze. Sensei Ishikawa. Wo ist er? Er sagte, er wolle in 1 oder 2 Tagen wieder zu mir kommen. Wieso zu euch? Ich habe Essen, ein Feuer. Was immer er vorhatte, es schien dringend. Womöglich ist der Tomoe auf der Spur. Wo ist euer Haus? Nicht weit. Doch ein Sturm zieht auf. Und ich muss nach meinen Fallen sehen. Danach bringe ich euch hin. Gut, ich komme mit euch. Wie ist euer Name? Matsu, mein Herr. Vorübergehende Freundschaft. Warum hat die einen Namen? Was genau hat Sensei Ishikawa zu euch gesagt? Nichts weiter, mein Herr. Er war nicht gerade freundlich. Das klingt nach ihm.
nötig sterben. Ich war noch nie mit einem echten Samurai. Der Krieg sorgt für unerwartete Treffen. Dürfte ich euch eine sehr gute Frage stellen? Überlegt sie euch gut. Wie ist es, die Macht über Leben und Tod in den Händen zu halten? Es ist eine schwere Bürde. Aber eigentlich genießt ihr es. Nur ein Monster würde das genießen. Diese Antwort hatte ich nicht erwartet. Sagt der Typ, der einen auf Bomberman macht. Bomb, dort. Los! Einer meiner Fallen. Seht schnell nach. Ich will Ishikawa nicht verpassen. Aber gut, mir kann's ja Latte sein, weil es ist ein Videospiel. Ich töte hier Dateien, ich töte Pixel. Keine echten Menschen. Verdammt. Lea, ich muss sie neu stellen. Beim Jagen hättet ihr mehr Glück. Das könnte ich nicht. Zu brutal. Vielleicht ein anderer Köder. Mein Köder ist immer derselbe. Was benutzt ihr? Die Illusion einer Chance. Da liegt das Problem. Das klappt nur bei Männern. Hier lang, mein Herr. Das Überleben hier oben ist schwer. Das ist es überall. Ich floh nordwärts, als die Mongolen kamen. Allein? Meine Eltern starben, als ich ein Kind war. Seitdem bin ich allein. Eure Familie muss sehr wichtig sein. Mein Onkel ist Fürst Shimura. Wartet! Die Leute erzählen von euch. Ihr seid der Geist. Doch ihr seid nicht 10 Shaku groß und habt Dämonenaugen. Nein, aber die Geschichten machen dem Feind Angst. Das ist alles? Nur Gerüchte und Übertreibung? Ich musste in diesem Krieg Dinge tun, die ich früher missbilligt hätte. Wie wir alle. Warum übertreiben eigentlich immer alle? Ich meine, klar, okay, nützlich, ne, wegen... Da kann man dem Feind Angst einjagen. Sie stehlen meinen Fang. Vertreibt sie, mein Herr. Bitte. Wartet hier. Das ist das erste Mal, dass ich sowas habe. Mit R2 fokussieren. Why? Sie leiden Hunger. Hey! Bitte tut uns nichts, mein Herr! Das gehört euch nicht. Es tut uns leid. Es ist nur ein Eichhörnchen. Wir haben tagelang nur Gras und Baumrinde gegessen. Nehmt es und geht. Hab Dank, mein Herr. Sie sind entkommen. Mit dem Abendessen. Sie waren am Verhungern. Und keine Bedrohung. Klingt nicht nach dem Geist aus den Geschichten. Nicht alle Erzählungen über mich sind wahr. Der Schneesturm erreicht uns gleich. Wie viele Fallen fehlen noch? Nur noch eine. Aber die ist weiter weg. Also, ich sehe 2 riesengroße Portionen hinter mir. Ja. Also, einer reitet gerade auf mein Abendessen. Niemand wird glauben, dass ich euch getroffen habe. Wie ist es, der Geist zu sein? Geschichten sind Geschichten. Ohne Freunde und Verbündete wäre ich tot. Das sagt ihr nur so. Ich hatte Hilfe. Von der Fürstin des Adachi-Clans bis hin zu einer Diebin. Sie erzählen ihre Geschichten nicht. Doch ohne sie wäre ich nicht hier. Wir sollten bald zurückgehen. Ich möchte Sensei Ishikawa nicht verpassen. Die letzte Falle ist nicht mehr weit, mein Herr. Warum ist die letzte Falle so weit ab vom Schuss? Die 2 waren da oben und die 3. hier irgendwo unten am Meer. Was willst du fangen? Krabben? Hoffentlich müssen wir nicht hungern. Eine Krabbenfalle nicht effektiver im Wasser? Seht nur! Abendessen! Habt ihr etwas? Vielleicht können wir doch noch zivilisiert speisen. What? Hä?
Wie kommen da Fische rein? Ich meine, okay, vielleicht ist hier Ebbe Flut und Fische sind da rein, wo? Hallo? Da. Da reingekommen, dann kam die Ebbe und kam nicht mehr wieder raus und deswegen liegen die jetzt da drinne. Aber wenn hier keine Ebbe und Flut existiert, wie zum Geier kommen da Fische rein? Die können doch nicht laufen, oder? Was ist dort? Das Festland. Keine Mongolen, kein Krieg. Dort könnte ich neu beginnen. Wenn ihr es zum Festland schafft, was dann? In Kyoto eröffne ich ein Gasthaus. Lerne Shamisen zu spielen. Und empfange Tag für Tag die allerschönsten Männer und Frauen. Und meine Diener rauben sie heimlich aus. Klingt nach Ärger für Kyoto. Es schneit heftiger. Wir sollten gehen. Vielleicht wartet euer Sensei auf uns. Klingt nach Ärger für Kyoto und Arbeit für Yuna. Ich meine, es könnte eventuell sein, dass das hier wirklich hier Ebbe Flut ist, weil du siehst halt hier diese dunklen Stellen. Da könnte sein, dass da mal Wasser war. Das Wetter wird schlechter. Bleib dicht bei mir. Noch dichter und wir müssen uns ein Pferd teilen. Wie bitte? Vergesst es. Reitet weiter. Wobei die Falle war auf einer hellen Stelle, ne? Vielleicht zugeschneit wieder. Kann ja sein. Ich meine, wenn die Fische da jetzt gefroren da drinnen liegen, dann wird das auf jeden Fall schon eine Weile da liegen. Von daher. Ja, Mongolen! In der Nähe des Hauses. Ich knöpfe sie mir vor. Bleib zurück. Ah, shit. Mann, Abflug. Schade, leider hat er gerade keinen Abflug gemacht, weil ich die Taste nicht gedrückt gehalten hatte. Die Geschichten über euch wundern mich nicht. Wo ist euer Haus? Nicht mehr weit. Kommt. Wo ist mein Pferd? Pferd? Pferd! Können wir uns ein Pferd teilen? Ich hab mein Pferd verloren. Da sind wir. Gehen wir hinein. Ihr wirkt zu gütig für den Geist, doch. Wie ihr die Mongolen getötet habt. Ich tue, was ich muss für Tsushima. Die Wahrheit ist, wir sind beide Überlebende. Wir tragen Dunkelheit in uns. Wäre dem nicht so, wären wir tot. Sensei Ishikawa sagte etwas Ähnliches. Doch aus eurem Mund klingt es aufrichtiger. Tomoe. Ach. Ishikawa sagte stets, ich unterschätze meine Gegner. Ich habe keinen Pfeil im Rücken. Wieso nicht? Die Mongolen wandten sich gegen mich. Weil ihr sie lehrtet, unser Volk abzuschlachten. Ein Fehler, den ich beheben wollte. Ich kann nicht alle meine Schützen töten. Nicht allein. Ihr braucht mich. Und den Sensei. Doch wir brauchen euch nicht. Ich kenne ihr nächstes Angriffsziel. Wir können ihn auflauern. Ihr bekommt einen Sieg, ich meine Rache. Ich bespreche es mit Sensei Ishikawa. Jin, ihr könnt hier übernachten. Nein,
Tomoe. Kann ich nicht. Okay, das ist Tomoe. Ich habe aber nicht darauf geachtet, hatte die Klamotten schon damals auch angehabt, wo sie dann runtergesprungen ist? Die Klippe, um dann im Meer dann zu sein. Hatte die da auch schon dieses Orange-Weiße da an? Falls ja, dann habe ich das nicht bemerkt. Habe ich wohl vergessen gehabt. Ja, nicht bemerkt oder einfach komplett vergessen. Also nein. Was soll ich machen? Ich soll mit Ishikawa labern, wa? Finde Ishikawa beim Yugaku-Tempel. What? Ich dachte, der kommt hier hin. Hallo, unseren Sensei von mir. Okay, klar. Ich, bye. Die Vorräte brauchst du nicht, oder? Ja, ist ja auch egal. Ich habe eh schon mitgenommen. Achso, ich muss mich wegporten. Ja, genau. Ich muss mich ja noch wegporten. Warte mal, waren an dem Ort alle möglichen Dinge? Gleich mal nachgucken. Weil dann kann ich nämlich fix auch hier Dingsbums machen. Geschenk abholen und Schwert aufwerten. Na, Geschenk, Alter, Schwert, ja, ja, alles ist hier. Okay, cool. Da gehe ich erstmal mal alles abholen, bevor ich mit Ishikawa laber. Da haben wir das Geschenk. Nasu Babas Zorn, dämonische Maske eines furchterregenden Kriegers. Die sehen irgendwie allesamt gleich für mich aus. Außer die. Ich glaube, Nasu würde wahrscheinlich bei der Maske besser passen, die ich gerade trage. Denn ich habe ja eine riesengroße Nasu. Das ist Masako. Hier oben ist aber niemand anderes. Was ist das? Das ist Rüstungsschmied. Den Rüstungsschmied brauche ich nicht. Ich brauche den Fallensteller und... Geht's hier in den Waffenschmied? Ach, da hinten ist der Schwertschmied gewesen. Okay, ich habe dann wohl verwechselt gerade das Icon. Aber wo ist der eine Fallensteller? Fallensteller? Wieso? Das ist Rüstungsschmied, wenn ich mich nicht irre. Das ist mein Name. Das ist der Schwertschmied. Ich gehe mal zu dem schon mal hin. Ach, da unten ist der Fallensteller. Warum ist er denn da unten? Ich kann zweimal sogar noch aufwerten. Hoffentlich kann ich das auch machen. Ja, könnt ihr hinhauen. Es wird euch gefallen. Ach was, wie? Verzeiht. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Mir fehlt ein Gold. Oh. Ihr habt meinen Dank. Kann ich nicht Gold bei Dingensbums kaufen? Bei dem Händler oder bei dem Fallensteller oder so? Mal gucken. Braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Munition, Ressourcen. Es kostet 300. Nur für euch. Eine Samurai würdig. Jetzt habe ich 4 Aufladungen dafür. Kann ich nur noch Haftbomben? Ne, kann ich nicht mehr. Ach ja, komm, nehmen wir die Windlocke auch noch mal rein. Ich hoffe, das hilft. Oh, jetzt noch fix nach da oben hingehen und dem mein Schwert vor die Nase klatschen, damit er da nochmal drauf kloppt. Jin, du kannst schon um die Ecke vom Tisch laufen. Vom Tisch. Von der Tür. Oder beziehungsweise vom Tor. Ausbalanciert, scharf und tödlich. So muss eine Waffe sein. Das weiß niemand. Möge euer Stahl scharf und stark bleiben. Sakai. Sakai. Ja. Gibt es Neues? So in der Art.
Okay, ich wollte schon sagen, der gibt jetzt, sagt jetzt dreimal den Namen. Ich sprach mit Tomoe. Sie versteckt sich im Norden. Die Mongolen sind jetzt gegen sie. Wenn ihr sie gesehen habt, warum lebt sie dann noch? Ihre Schützen bereiten einen Großangriff vor. Sie will, dass wir drei sie ausschalten. Oder sie will mit unseren Köpfen wieder zurück zu den Mongolen. Sie hätte mich töten können, Sensei, aber hat es nicht. Es hat mir bisher nur geschadet, Tomoe zu vertrauen. Ich vertraue ihr nicht. Aber wir brauchen ihr Wissen. Und sie braucht unsere Hilfe. Dann ist sie ein Narr. Und wir beenden es. Na gut, das war vorübergehende Freundschaft. Und ich habe schon wieder zwei Technikpunkte. Kann ja auch mal fix nur irgendwo reinsammeln. Was ist das denn jetzt? Talisman der Fügung 2. Talisman der Nützlichkeit. Effekte mit einer Prozentchance treten 50% häufiger ein. Ah. Ich habe jetzt aber irgendwie erwartet, dass wenn jetzt hier Talisman der Fügung 1 ist, dass das jetzt 50 sind und dass dann bei dem dann 75 sind. Oder 60. Naja, was soll's. Weil... Verborgene Schlange, Kurzbogenfarbe. Kennt man kaum. Was habe ich vorhin gehabt? Das Orangene hier, ne? Ach, whatever. Lass ich. Kann man das sehen hier? Nö, ne? Ist ja egal. Aufzeichnung aktualisiert. Ach so, die Quest. Genau, wo ist die nächste Quest von dem? Quest? Wie? Keine Quest? Warte mal. Triff Sensei Ishikawa an der Grenze zu Umugi. Wo ist Umugi? Oh, hier, da habe ich jetzt. Ach, das ist hier unten. Warum ist die Quest denn da unten? Warte mal, da muss ich mal hier unten nachgucken. Ist sie auch noch irgendwo was? Nee. Scheint nicht der Fall zu sein. Das ist die einzige Quest, die jetzt plötzlich irgendwo wieder am Arsch der Welt ist? Warum wird sie denn hier nicht oben weitergeführt? Hä? Egal. Was soll's. Sehr merkwürdige Sache, dass die Quest da unten weitergeführt wird. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der Ding oben ist, aber... Na gut. Vor allen Dingen, wo soll der Großangriff stattfinden? Ich hab schon wieder vergessen, wo der Großangriff stattfinden soll. Hat sie das überhaupt erwähnt gehabt? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hab schon wieder vergessen. Aber... Muss ja irgendwo wichtig sein, ne? Muss ja an irgendeinem wichtigen Ort sein, wo entweder Mongolen sind oder irgendwie Unschuldige. Eins und beiden. Oder beides. Naja. Wie gesagt, ich mache jetzt dann jetzt hier Feierabend, ne? Beim nächsten Mal wird es dann bei Dingensbums weitergehen, hier mit der Quest von Ishikawa. Ja, Ishikawa, genau. Und falls dann nicht danach dann noch irgendwo eine Nebenquest auftauchen sollte, wird dann die Hauptmission weitergemacht und dann geguckt, ob dann wieder irgendwelche Nebenmissionen sind. Ich habe übrigens gerade so ein bisschen das Gefühl, wenn ich da hinlatsche in Izumi, dann werde ich da vielleicht auch noch ein paar Quests finden, vielleicht, oder? Oder vielleicht geht's mit der Hauptquest da hinten hin. Wer weiß. Wird man ja dann beim nächsten Mal sehen. Ich habe aber so ein bisschen langsam das Gefühl, dass es langsam aber sicher wirklich zum Ende gehen wird. Ich weiß aber nicht, ob das dann beim nächsten Mal sein wird. Vielleicht. Vielleicht. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich mache dann jetzt hier Ende und demzufolge auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.